Hasta la Shisha, Freunde. Nun, es ist zwar heute ein bisschen stürmisch hier. Es geht ein bisschen viel Wind. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem mit dem Videoaufnehmen. Wir probieren das einfach mal. Ich habe zwar auf meine bisherigen Videos noch nicht sehr viele Reaktionen bekommen, aber das macht jetzt nichts. Ich versuche es hier trotzdem einfach mal. Etwas Neues für mich. Wie ich in den anderen Videos schon gesagt habe, rauche ich seit gut 20 Jahren Shisha. Was ich allerdings wirklich noch nie gemacht habe, ist so ein Fruchtkopf. Und dafür habe ich jetzt einen Apfel geholt. Und diesen will ich jetzt mal versuchen so vorzubereiten, dass man den hier auf meiner Eimitsuri rauchen kann. Nun, ich habe da natürlich verschiedene Tutorials angeschaut, um mich vorzubereiten. Ja, ich bin gespannt, wie das wird. Ich versuche das mal mit dem Kaminkopf hier. Obschon ich eigentlich normalerweise sonst nicht gerne mit Kamin rauche. Ich habe ja auch keinen Apfelentkerner. Aber was ich gefunden habe, ist dieser Kokosnussöffner. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir hier auch einfach ein entsprechendes Loch durchstechen können, dass wir hier mal die Basis haben. Das funktioniert soweit schon mal ganz gut. So. Da haben wir schon mal das Kerngehäuse oder das meiste davon entfernt. Jetzt müssen wir uns natürlich hier so eine kleine Bowl schaffen. Und ich habe mal, die meisten haben das mit dem Messer gemacht, aber ich stelle mir das einfach vor, dass das eventuell mit einem Löffel fast ein bisschen besser geht. Ich mache die jetzt auch nicht allzu tief. In vielen Videos habe ich gesehen, dass da dann eigentlich die Bowl recht tief geschnitten wurde. Aber ich orientiere mich da mehr einfach an den Töpfen, wie ich sie kenne. Jetzt habe ich hier noch gerade so einen Kern drin, den versuche ich jetzt hier noch ein bisschen rauszustechen. Hier, den brauche ich dann so nicht mehr. Den Löffel kann ich eigentlich auch schon zur Seite legen. So, was ich jetzt hier noch habe, ich habe mir hier so ein Briefchen mit sieben bereitgestellt. Die sind eigentlich für normale Tabakpfeifen. Ja, ich rauche auch alles Mögliche sonst. So, dass ich mir jetzt das hier über das Loch, das ich ausgestochen habe, legen kann, dass da nicht gleich Tabak runterfällt. Dann habe ich hier einen Minztabak. Ich wollte eigentlich zuerst fast mit Doppelapfel rauchen, aber da würde man ja dann eigentlich gar nicht merken, ob von der Bowl etwas Geschmack mitkommt. Also da habe ich gedacht, ich rauche eine Minze ohne irgendetwas sonst. Und jetzt ist es so, dass ich da eigentlich einen recht hohen Abstand habe. Dann kann ich den eigentlich ein bisschen überfüllen. Safte da schon daneben. So. Sonst einfach trotzdem locker flockig rein. Nicht speziell anpressen. So. Ja, das ist dann mal mein Versuch. Dann versuche ich den da noch ein bisschen entsprechend drauf zu drücken. So ein bisschen runter darf der schon noch, dass der noch ein bisschen näher an der Kohle ist.
setzen wir den so oben auf. Ja, sieht doch schon mal ganz lustig aus. Dann habe ich hier Kohle vorbereitet. Ich nehme jetzt hier, normalerweise rauche ich mit zwei Kohlen an. Aber mit Kamin und Sieb kenne ich mich so nicht aus, dass ich denke, dass da eventuell drei Kohlen besser sind. Jetzt müssen wir dem natürlich ein bisschen Zeit geben, das kann ja nicht gleich anfangen zu rauchen. Jetzt kann ich da auch meine Kamera ein bisschen umstellen. Entschuldigung, ich habe noch nichts, dass ich Schnitt machen kann. Ist alles noch ein ganz einfaches Setup hier. Bis jetzt habe ich noch gar nichts. Ich habe auch nicht den besten Durchzug. Aber ganz leicht kommt schon was. Ja, bin gespannt, ob das was wird. Ist was ganz Neues für mich, auch wenn ich schon seit, wie gesagt, seit 20 Jahren Shisha rauche, habe ich das noch nie probiert, so mit einem Fruchtkopf. War vielleicht früher auch einfach zu wenig Hip sowas, ich weiß gar nicht. Mir ist sowas gar nicht groß aufgefallen, dass man das irgendwo gesehen hätte. Aber die Idee finde ich eigentlich ganz witzig. Ja, es raucht, aber es raucht noch nicht gerade so wahnsinnig. Vielleicht bin ich ein bisschen zu weit noch vom Tabak entfernt. Normalerweise rauche ich ja mit Alufolie, da habe ich für mich viel die bessere Kontrolle über die Hitze auf dem Tabak. Aber hier habe ich jetzt gedacht, wenn ich da Alufolie drüber mache, sieht man den Apfel gerade gar nicht mehr. Und ich wollte, dass eigentlich so ein bisschen auch optisch ein bisschen stimmt und man da auch sieht, dass ich an einem Apfel rauche. Ja, geht doch. Also vom Geschmack muss ich sagen, kriege ich noch nicht viel vom Apfel mit. Vielleicht kommt das mit der Zeit noch, wenn sich da ein bisschen die Wärme gibt und sich vielleicht auch ein bisschen mal die Säfte vom Apfel in den Tabak freisetzen. Aber rauchen tut er, funktioniert. Wäre auf jeden Fall auch eine Lösung, wenn man mal gerade keinen Kopf zur Hand hat, aber einen Apfel. Mit anderen Früchten kann man das sicher auch noch probieren. Ich habe das auch schon mit Orange oder mit Ananas gesehen. Mit Orange stelle ich mir das auch noch speziell vor, weil man da ja nicht diese Möglichkeit hat, den so auszuhöhlen wie ein Apfel. Da raucht man ja dann wahrscheinlich eher fast in der Schale drin. Muss ich mir vielleicht auch mal ein Video dazu ansehen. Vielleicht probiere ich das dann auch mal noch mit anderen Früchten. Auf jeden Fall funktioniert das mit dem Apfel. Ich bin jetzt gespannt, wie lange ich mit diesem Apfel rauchen kann. Das werdet ihr hier im Video natürlich nicht mitbekommen.
Da werde ich mir jetzt gemütlich auf dem Balkon weiterrauchen, diese Session gönnen. Und wenn es euch interessiert, dann fragt danach, dann werde ich es vielleicht im nächsten Video beantworten. Somit, wieder mal, hasta la chicha.